Krieg, das bedeutet Gewalt, Terror und Zerstörung. Viele tausend unglückliche, verletzte und heimatlose Menschen. Aber warum entsteht ein Krieg? In Israel gab es den Krieg schon lange, bevor es das Land selbst überhaupt gab. Israel, das ist ein Land im arabischen Teil der Welt. Dort sind eigentlich alle Staaten streng muslimisch. Aber Israel ist anders. Vor etwa 2000 Jahren war hier die Heimat der Juden. Aber mit der Ausbreitung des Islam wurden sie aus Israel vertrieben. Danach lebten dort lange Zeit nur Menschen, die den Islam als Religion hatten. Doch das änderte sich, als eine große Welle von jüdischen Einwanderern in das Land kam. Damals hieß Israel noch Palästina und wurde von muslimischen Herrschern regiert. Die Juden waren seit ihrer Vertreibung nirgendwo so richtig zu Hause. Aus vielen Ländern wurden sie vertrieben und nirgends konnten sie sich niederlassen. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wünschten sich viele Juden, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Natürlich fühlten sich die Menschen in Palästina bedrängt und waren nicht sehr glücklich darüber, dass lauter Fremde in ihr Land kamen. Mit Unterstützung von England, Frankreich und den USA kamen aber immer mehr Juden nach Palästina. Am 14. Mai 1948 erklärten sie die Unabhängigkeit ihres Staates und nannten das Land von nun an Israel. Nur einen Tag später griffen die umliegenden arabischen Staaten Israel an. Allerdings war Israels Armee stärker als erwartet und schlug die Angreifer zurück. Während dieses Krieges mussten viele Palästinenser aus Israel flüchten. Viele der palästinensischen Flüchtlinge siedelten sich deshalb im sogenannten Gazastreifen an. Die Kriege zwischen Israel und muslimischen Völkern nahmen aber kein Ende. Immer wieder gab es Anschläge, Massaker und Angriffe, vor allem aus dem Gazastreifen. 2003 begann Israel dann damit, eine große Sperranlage um ihre besetzten Gebiete zu bauen und schnitt somit auch den Gazastreifen von der Außenwelt ab. Seitdem sind die Menschen im Gazastreifen abhängig davon, dass die Sperranlage geöffnet ist, um Nahrung, Wasser, Strom, Medikamente und Informationen zu erhalten. Einige Palästinenser im Gazastreifen haben inzwischen einen Hass auf die jüdische Regierung und greifen Israel ununterbrochen mit Raketen an. Israel antwortet auf diesen Beschuss mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Bei diesen gegenseitigen Angriffen werden auch immer wieder Schulen, Krankenhäuser und viele unschuldige Menschen getroffen. Die arabischen Staaten halten sich heute eher aus dem Konflikt raus und auch von den europäischen Ländern traut sich keines so richtig einzugreifen. Zu alt und zu groß ist der Konflikt und zu brenzlig ist die Frage, wer hier eigentlich schuld ist. Nur eines ist sicher: Damit die Menschen in Israel und im Gazastreifen irgendwann wieder glücklich und sicher leben können, muss der Krieg und der in Jahrtausenden gewachsene Hass zwischen den Völkern dort aufhören.